Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dr. FIFA. Ja Leute, heute geht es wieder um meine eigene Spielerkarriere, Teil 2. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, wir haben jetzt die Chance, eine Persönlichkeit dazu zu fügen. Da schauen wir mal, was wir hier machen können. Spielstil auswählen. Nochmal angeschnittenen Schuss, ruhender Ball, entscheidender Pass, weiterer Pass. Flair, Lupfer, Powerschuss, das ist einmal, was ich denke, ich mal nehmen. First Touch oder Tricks, die anderen kann ich noch nicht machen. Und ich dachte, damit man natürlich, wir sind ein Stürmer, wir brauchen Power hinter dem Schuss, deswegen nehmen wir hier den Powerschuss. Damit haben wir das erste hier schon mal festgelegt. Ja Leute, dann würde ich sagen, wir springen jetzt schon zum nächsten Spiel rüber. Wir sind noch in der Startelf und ich würde sagen, wir gehen ins Training. So Leute, wir haben ein erfolgreiches Training gehabt. Wir haben den Startelf-Platz weiter ausgebaut. Und ich sehe gerade oben rechts, wir haben eine Gesamtstärke von 72 und das ist richtig gut. Das müssen wir natürlich noch weiter ausbauen, damit wir dann irgendwann zum Wunschteam FC Bayern München kommen und dann dort natürlich Titel gewinnen können und den Ballon d'Or für uns erobern können. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Spiel. Let's go. So Leute, los geht's. Anstoß ist jetzt. Steh vorne frei. Ich krieg den Pass. Bin schneller als die anderen Spieler. Schieß, aber schieß nicht rein den Ball. Aber wir haben noch eine Ecke. Die Ecke kommt rein zu mir, aber nicht getroffen. Ja, der Schuss von den Gegnern war nicht gefährlich. Okay, die Gegner kommen mit einer Flanke, aber alles abgeblockt. Aber jetzt kommen sie schon wieder. Und dann ist das Gegentor. Für die Gegner. Das ist nicht gut. Die bekommen den Ball hinten nicht raus, hat der Torhüter. Jetzt kommt der Ball zu mir. Ich passe in die Mitte, aber ach man, wieder kein guter Pass. Spiel 2 geht los. Spiel 2, Halbzeit 2. Und ich bekomme gleich mal noch eine Chance. Aber wieder werde ich umgegrillt und das ist wieder nicht gut. Aber es gibt Freistoß für mich. Ich werde aber passen. Wenn die Mitspieler das wissen, was ich will. Der war knapp. Der war knapp. Das war einfach mal knapp versucht, über ans Tor zu bekommen. Leute, ich hole mit dem Ball. Aber der Ball kommt nach vorne. Wie kommt denn der nach vorne? Der Ball. Er passt ihn rüber. Was machen die denn da? Ich gebe mein Bestes und er wartet und... Was war das denn? Leute, ich bekomme den Ball. Schutz. Nicht getroffen. Die Ecke kommt gut. Die Ecke kommt irgendwie ganz gut, aber wir kriegen den Ball nicht ohne heute. Guter Pass von mir. Der kommt durch. Schieß doch. Ja. Und damit ist es 1:1. Und ich habe ein 7,2er Rating. Ich mache diesen wunderschönen Pass nach vorne. Ich leite diesen Kontakt so richtig ein. Hier, zack, nach vorne und dann ist das einfach Rumsache. Nein, Leute, wir bekommen den Konter. Aber er geht drüber. Boah, so viel Glück muss man auch im Leben haben. Was machen denn meine Mitspieler heute? Ja, ich stehe komplett frei. So kann ich den wieder nicht annehmen, den Ball, weil die Mitspieler nicht das machen, was ich will heute. Und jetzt passieren wir den nächsten Konter. Und gerade so hat er durch den Ball. Es kann doch nicht sein, was mit den Mitspielern läuft. Und wir werden ausgewechselt. Wir simulieren und verlieren sogar noch mit 2:1. Es kann doch nicht wahr sein, warum meine Mitspieler heute zu mir gepasst haben. Wir sind in der Tabelle 14. Wir wollen aufsteigen. Wir wollen was schaffen. Aber nicht so.
Aber es ist eine andere Stadt, Leute. Leute, wir haben jetzt hier eine Aktivität, da kriegt man nochmal Teamwork-Punkte und Disziplin-Punkte. Die machen wir natürlich. Zack, zack, zack. Ja, alles abgeschlossen. So Leute, wir sind noch ganz knapp noch Startelf, wir gehen auch mal ins Training. So Leute, Training abgeschlossen, ihr seht oben Startelf ausgebaut. Sehr, sehr gut gemacht. Und was ich sagen, wir gehen zum Spieltag. So Leute, die Ziele, was machen wir? Erreiche eine Spielweise von mit 8,5, schieße zwei pechende Gegner und Hälfte, wenn nach einer Niederlage Sieg gemäß. Ich würde sagen, wir machen 8,5 Rating, weil wir auf Risiko gehen. Los geht's! Der Ball kommt irgendwie nach vorne, aber es war abseits. Ich passe den Ball nach vorne. Was machen die jetzt daraus? Oder was mache ich eher daraus? Balleroberung. Jetzt muss es mal schnell gehen. Das geht's auch schnell, aber jetzt kann ich bestimmt nichts mehr machen, weil ich hier von zwei Mann abgeblockt werde. Passt den trotzdem noch nicht mehr. Wir kommen denn wieder und schießen den knapp daneben. Wie geht denn das? Ach, ich stehe noch ein bisschen frei und die machen nicht den Pass zu mir. Das finde ich immer nicht geil. Ich kann nicht mehr als frei stehen. Ich kann nicht die Spiele rufen. Ich kann nur, sag ich, hier stehen. Anfang zur zweiten Halbzeit haben 7,0 Rating. Also wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn wir da vorne keine anständigen Tore schießen, dann kannst du auch nicht gewinnen. Wir sind als Stürmer verantwortlich, den Verein zu Toren zu führen. Und da legt den Sprint an. Ich mach mit. Und ich frage mich, wie geht denn der da daneben? Ich habe 5 Schüsse, davon nicht ein Tor. Also ich kann nicht mehr als aufs Tor ziehen. Und jetzt begreife, die Abwehr macht nichts. Die macht Kindergarten. Komm mal mit vor. Den Ball könnte ich noch bekommen, den kriege ich auch noch. Ich habe aber nicht mal so viel Kraft wie die anderen. Oh Mann. Das ist zu viel Rumgewusel. Da wird egoistisch gespielt, da wird nichts abgepasst, nicht? Ich stehe jetzt schon seit 5 Minuten hier frei. Aber ich kann nur mit der Ausdauer nichts mehr machen. Den bekomme ich noch. Och, was machen meine Mitspieler denn schon wieder? Och, jetzt war ich ausgewechselt, das war gut. Ne, es ist wieder nur ein Punkt. Bitte, wir können doch nichts machen. Hier müssen wir den Pass zuspielen. Hier müssen wir den Pass zuspielen. Ich kann nichts damit machen. Ich muss den Ball bekommen, so dass ich nur schießen kann. Ich kann nicht von der Abwehr bis hin noch rennen. Geht nicht. Wir haben ein bisschen was verloren, aber naja, es geht noch. So, und dann muss ich sagen, wir kommen zum dritten Spiel und danach werde ich noch. Also das Spiel spielen wir noch und dann simulieren wir noch eins, damit wir ein bisschen rankommen. So Leute, wir sind ein Level aufgestiegen, jetzt gibt es 3 Skillpunkte. Sehr, sehr geil. So Leute, wir gehen rein. Wir sind in der Stadt, let's go. Und ihr seht schon, wir haben ein 72er Rating, die anderen haben ein 65er, 64er, 68er, aber... Ich bin einfach der beste Spieler auf dem Platz. So Leute, wir sehen wieder hier die Ziele. Erreiche die Erfolgsquote von mindestens 60%. Die ist 3 besser in der gegnerischen Hälfte ab. Und erreiche ein 8,5er Rating. Aber ich will dieses 8,5er Rating. Endlich mal haben. Ich will dieses Tor bekommen. Dann muss ich sagen, los geht's gegen Unterharing. Das sollte man eigentlich eine Chance haben. Oh Mann, wir kriegen es wieder nicht hin. Ich glaube, wir sind schon so gut wie dem Verein. Da wird wieder nicht zu mir gespielt. Warum auch immer. Oh ja, da legt sich den 5 Meter vor. Ich
würden halt 10 Meter noch vorlegen. Halt. Und wir schieben das 1:0. Aber ich wollte leider nicht, aber wir schieben noch den 1:0. Ich hätte auch frei gestanden, aber natürlich, mir wird nicht gepasst. Hier wird wieder nicht abgespielt. Egoistisches Zusammenspielen. Das ist nicht cool. Jungs, aufpassen. Balleroberung für mich. Was mache ich denn? Wie kann man den da nicht treffen? Ach, Torhüter Hallin. Wir sind ein Rumgegurke wie in der Regionalliga. Oh. Scheiße, das war knapp. Da wird da hinten nicht abgepasst, da wird einfach umgegurkt. Och, krass, so geklärt, Leute. Der Torhüter ist, glaube ich, mit einer der besten Spieler noch im Spiel wird. Heute aber auch insgesamt von der Stärke her. Und die Gegner kommen abgeblockt. Och. Ey, wenn ich einen 8,5er-Rating haben will, dann muss ich ihn durchschießen, aber soll ich den ja durchschießen bei dieser Gurkentruppe? Also ich werde auf alle Fälle, wenn es geht, den Verein da finden. Weil ja, ich hatte jetzt auch noch 1:2 gegen unsere Haare. Das ist nicht mal normal. Ich kann nicht jeden Ball gewinnen. Ich kann nicht jeden Ball ins Tor schießen. Ich kann es nicht, wenn ich so eine Gurkentruppe habe. Also da hinten kann man nicht mehr als frei stehen. In der Mitte war gerade auch noch einer frei, das geht auch. Das Ding, den kann man nicht anspielen anscheinend. Da ist jetzt hier anscheinend wie ein Block. Ey! Bin verletzt. Leute. Ja, wir verlieren 2:1. Nicht mal normal. Ich bin 84 Tage verletzt. Ist gar nicht gut. Ja, gute Person. Danke. Aber mein Team gewinnt mit 2:1. Sehr geil. Wir holen mal wieder Punkte. So, Deadline Day. Ich würde sagen, wir überspringen jetzt einfach mal. Dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Spiel. Wir machen schnell Simulation und gucken mal, ob wir gewinnen können. Nein, wir holen als letztes noch unentschieden raus. Ja, Leute, was soll ich sagen? Platz 15 mit 6 Punkten. Aber es geht noch. Wir haben nur 6 Punkte Rückstand. Das kann man noch aufhören. Naja, wir sind noch 69 Tage verletzt. Also in der nächsten Folge werden es auch noch ein paar Simulationen geben. Und dann sind wir wieder spielbereit, denke ich. Ja, Leute, lasst euch für einen fetten Daumen oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das gefallen hat. Schreibt gerne gute Besserung für meinen Spieler rein. Ja, da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.